Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind heute zu Gast in der Gemäldegalerie. Die aktuelle Ausstellung hier heißt die Botticelli-Renaissance. Ruben Rebmann ist der Kurator der Ausstellung und der Name verrät ja schon ein bisschen, es geht jetzt nicht darum, dass man hier nur Originale von Botticelli zeigt, sondern es geht um die Wiederentdeckung Botticellis. Was wird denn wiederentdeckt? In der Tat, also der Titel ist ganz bewusst so gewählt, dass eine Art von Verfremdung entsteht. Also Botticelli Renaissance heißt mehr oder weniger die Wiedergeburt Botticellis. Also es geht uns nicht um die Epoche der Renaissance und den Künstler Botticelli, sondern um die, was Renaissance ursprünglich auch bedeutet, die Wiedergeburt Botticellis, beziehungsweise die Wiederentdeckung Botticellis seit dem 19. Jahrhundert, die immer wieder erneute Wiederentdeckung eigentlich und auch Erfindung des Phänomens Botticelli, was unter Umständen mit dem historischen Maler des 15. Jahrhunderts, der selbst gar nicht Botticelli hieß, sehr wenig zu tun hat, wie wir hier in der Ausstellung auch sehen können. Was hat ihn denn ausgemacht? Was ist denn das, was da wieder belebt wurde? Wir lernen Botticelli heute vor allen Dingen als Maler der Venus kennen. Also Sie sehen das in den Verarbeitungen durch die zeitgenössischen Künstler beziehungsweise auch die Übernahme seiner Motive in Produktdesign, in Werbefotografie und so weiter. Wenn man genauer hinschaut, sieht man aber, dass er selbst in seiner Zeit diese mythologischen Gemälde, also zum Beispiel die Geburt der Venus oder die Flora aus der Primavera, nur für einen ganz kleinen Kundenkreis, also für einen ganz elitären Kreis hergestellt wurden. Seine große Popularität in seiner eigenen Zeit erreichte er eigentlich durch seine religiösen Bildschöpfungen, also zum Beispiel Kinder von der Mutter Gottes mit dem Bilder von der Mutter Gottes mit dem Kind. Ist er denn damals schon berühmt gewesen? In Florenz auf jeden Fall. Also er selbst hat ja seine Geburtsstadt Florenz sehr selten verlassen, hat vor allen Dingen auch bloß für Florentiner Auftraggeber gearbeitet, was letztendlich wahrscheinlich auch mit zu seinem Vergessen nach seinem Tod beigetragen hat. Viele Künstler haben Motive wieder aufgegriffen, insbesondere die Venus. Was ist der Reiz dieser Venus, der offensichtlich so viele Künstler ergreift? Seit dieser Wiederentdeckung von Botticellis Venus im 19. Jahrhundert, also ist ja schon einige Zeit her, kann man vermuten, dass Künstler immer wieder neue Sachen in ihr gesehen haben, auch sie unterschiedlich interpretiert haben und damit auch Botticelli unterschiedlich als Künstler interpretiert haben. Aber ich denke mal, einige Fakten sind in der Venus enthalten. Also die Botticelli-Stil, wie wir ihn heute wahrnehmen, sehr gut auch summieren. Also einerseits diese ganz starken Konturen, die die Figur ganz klar umreißen, die Farbflächen so in Lokalfarben, die jetzt ohne große Sfumato oder Verschattungen nebeneinander gestellt werden. Also ein sehr grafischer Stil eigentlich, der einer gewissen modernen Ästhetik auch entgegenkommt, glaube ich. Und dann eine gewisse inhaltliche Widersprüchlichkeit auch. Also gerade die Figur der Venus, die ja so einerseits den nackten Körper ausstellt, gleichzeitig aber fast überhaupt keine Erotik damit verbindet. Also dieses Ausstellen des nackten Körpers, also eine sehr direkte Geste und gleichzeitig der sehr melancholische Gesichtsausdruck, der dann sofort wieder eine gewisse Distanz zum Betrachter herstellt. Also im Aufbau der Ausstellung selbst versuchen wir chronologisch, also dem Ablauf der Zeit folgend, die Wiederentdeckung Botticellis bzw. auch die Entwicklung des Phänomens Botticelli zu verfolgen und dementsprechend zu schauen, was interessiert Künstler des späten 19. Jahrhunderts an Botticelli, was interessiert Künstler des frühen 20. Jahrhunderts oder unserer eigenen Zeit an Botticelli. Und diese Gruppen sind zusammengefasst, sodass der Besucher auch nachvollziehen kann, wie das Bild von Botticelli, also die Interpretation von Botticelli, sich in den letzten Jahrhunderten verändert hat. Es ist sehr auffällig, dass er ursprünglich im 19. Jahrhundert, also als er gerade wiederentdeckt wurde, viel stärker auch als religiöser Maler wahrgenommen wurde. Also man hat sehr stark seine Mutter Gottes mit dem Kind Motive geschätzt und hat auch gerade diesem etwas trockenen, damals eher
kann man sagen, primitiv anmutenden Stil eine gewisse Ehrlichkeit zugeschrieben. Also man hat diese religiösen Bilder auch als sehr wahrhaftig, sehr aufrichtig wahrgenommen und hat deshalb auch auf ihn zurückgeschlossen, dass er als Person sehr religiös gewesen sein soll. Im 20. Jahrhundert interessieren viel stärker, sprachen schon darüber, die Venus bzw. auch seine mythologischen Gemälde. Und auch da gibt es eine Art von Konjunktur, in dem Sinne, dass zum Beispiel um 1900 in der Zeit des Jugendstils bzw. kurz davor in der Dekadenz das große Gemälde der Primavera, also mit der Figur der Flora, viel populärer war als die Venus. Und die Venus hat erst im Laufe des 20. Jahrhunderts diese unbestrittene Popularität erhalten, die sie heute noch besitzt. Wie viele und welche Werke stellen Sie hier aus? Wir haben etwa 160 Werke in der Ausstellung und darunter etwa 50 Werke tatsächlich aus der Zeit von Botticellis bzw. von Botticelli. Die meisten davon sind Gemälde, einige Zeichnungen bzw. auch zwei textile Arbeiten, die nach seinen Entwürfen entstanden sind. Die restlichen Werke stammen entsprechend der späten Wiederentdeckung Botticellis im 19. Jahrhundert, dann tatsächlich aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 20. Jahrhundert, beziehungsweise einige ganz wenige Werke auch schon aus unserem neuen Jahrtausend. Wie viele Botticellis sind denn direkt aus den Beständen der Gemäldegalerie? Aus der Gemäldegalerie haben wir eine durchaus ansehnliche Zahl, weil die Gemäldegalerie selbst eine der wichtigsten Botticelli-Sammlungen überhaupt ist. Und wir haben hier 6 Gemälde von Botticelli in unserer Ausstellung auch vertreten. Umfangreich ist eigentlich das Schaffen Botticellis. Kann man das irgendwie beziffern? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil wir natürlich keine genauen Angaben haben darüber. Von Botticelli selbst existieren wirklich nur 2 Werke, auf die er tatsächlich seinen Namen geschrieben hat. Also es sind nur 2 Werke erhalten, die er sozusagen signiert hat. Das heißt, wenn wir uns eine Vorstellung machen wollen, wie viele Werke Botticelli geschaffen hat und welche Werke Botticelli überhaupt geschaffen hat, müssen wir von diesen beiden Werken ausgehen. Beziehungsweise müssen auch Dokumente zu Hilfe nehmen, Urkunden aus dem 15. Jahrhundert, um nach und nach das Œuvre von Botticelli zu rekonstruieren. Es gibt aber relativ wenig Dokumente. Das heißt, Botticelli-Werke werden vor allen Dingen durch die sogenannte Zuschreibung gebildet. Das heißt, dass Kunstwissenschaftler, und das machen sie seit dem 19. Jahrhundert, Werke aus dem 15. Jahrhundert miteinander vergleichen, beziehungsweise mit gesicherten Werken von Botticelli vergleichen. Und wenn sie ausreichend Ähnlichkeiten sehen, also auch die ähnliche Hand sehen, die das gemalt hat, schreiben sie bestimmte Gemälde Botticelli zu. Und wenn ein großes Interesse an Botticelli ist, wie zum Beispiel seit dem späten 19. Jahrhundert, als dann wirklich jedes Museum sein eigenes Botticelli-Gemälde haben wollte, kommt es natürlich auch dazu, dass man geneigt ist, relativ viele Gemälde Botticelli zuzuschreiben, dass sich viele Fälscher finden, die Botticelli-Gemälde versuchen zu fälschen. Und dementsprechend wird natürlich das Werk als solches unübersichtlich. Das heißt, es gibt immer mal wieder Versuche, dann auch von Kunstwissenschaftlern, dieses Werk genauer zu definieren, auch einzugrenzen. Und dadurch schwankt die Zahl. Mal sind es mehr, mal sind es weniger. Also die, die nicht von Fälschern kommen, sind dann sozusagen aus der Werkstatt Botticellis, die nicht signierten? Die könnten aus der Werkstatt von Botticelli sein. Von Schülern? Beziehungsweise sie könnten auch von ganz anderen Malern gemalt worden sein. Weil Botticelli war ja nicht der einzige Maler, der damals in Florenz gearbeitet hat. Und die anderen Florentiner Maler arbeiteten teilweise in einem relativ ähnlichen Stil. Also zum Beispiel hat Botticelli bei dem Maler Filippo Lippi gearbeitet. Das heißt, dass er wahrscheinlich in seiner frühen Zeit ganz so ähnlich wie Filippo Lippi arbeitete. Daneben gibt es noch einen weiteren Maler, der heißt Filippino Lippi. Das ist der Sohn von Filippo Lippi, der dann wiederum bei Botticelli gelernt hat und der in seiner frühen Zeit auch so ähnlich wie Botticelli malte, beziehungsweise der natürlich auch den Meister, also Botticelli, bei seinen Gemälden geholfen hat, als er noch in seiner Werkstatt war. Also Sie können sich vorstellen, dadurch ist es sehr schwierig, diese verschiedenen Hände auseinanderzuhalten, also die verschiedenen Stile ganz genau zu unterscheiden. Aber welche 2 Gemälde sind das, die die Originalhandschrift von Botticelli tragen? Es handelt sich um ein Gemälde aus der Londoner National Gallery, die mystische Geburt Christi. Und das zweite Werk ist eine Zeichnung. Das ist eine Zeichnung aus dem Zyklus der Göttlichen Komödie. Botticelli hat ja Ende seines Lebens
Illustrationen bzw. Bilder zur Göttlichen Komödie, dem Hauptwerk von Dante Alighieri, angefertigt. Das sind etwa über 90 Zeichnungen, von denen sich die meisten tatsächlich auch hier in Berlin befinden, im Kupferstichkabinett. Und nur eine von diesen Zeichnungen ist tatsächlich auch mit dem Namen Botticellis versehen. Wobei er selbstverständlich nicht Botticelli draufschrieb, weil das ja nicht sein eigentlicher Name war, sondern ganz, ganz klein unten links Sandro di Mariano. Allerdings auch so versteckt, dass man genau wissen muss, wo sich das befindet. Also man kann vermuten, dass diese Namensnennung auf dem Blatt eigentlich nicht für den normalen Betrachter gedacht gewesen ist. Was war Botticelli für ein Mensch? Man kann teilweise etwas entnehmen, was die Werkauswahl angeht. Also das ist durchaus möglich. Zum Beispiel die Tatsache, dass es sehr auffällig ist, dass er verschiedene mythologische Stoffe, also Stoffe aus der antiken Götterlehre dargestellt hat in seinen Gemälden. Da ist er damals wirklich auch ein Pionier gewesen. Also auch gerade die berühmte Venus als ist ja der erste großformatige Akt der nach antiken Kunst wieder. Also diese Wiederentdeckung der antiken Kunst findet gerade damals in Florenz im 15. Jahrhundert statt. Und es ist gerade auffällig bei Botticelli, dass er mehrere großformatige Bilder zu diesen Themen angefertigt hat und offensichtlich, und das hat man nachweisen können, ganz bestimmte Texte dabei verarbeitet hat. Also Texte von antiken Autoren oder auch von Autoren seiner eigenen Zeit, die diese antiken Geschichten interpretiert haben. Und das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit, dass er wirklich auch ein Maler gewesen ist, der sehr gut fähig war, diese Texte oder diese Geschichten, die in diesen Texten angelegt waren, in große Bildkompositionen umzusetzen.